Ganz herzlich willkommen bei Szymonskis Bushcraft, mitten aus der Natur, aus den Bayerischen Alpen. Heute, wie immer, ein wunderschöner Regen, aber bei meinem Glück habe ich eine Hütte entdeckt und die nehme ich jetzt als Zwischenstopp. Heute gibt es wieder einiges zu sehen. Ich werde euch viel die Natur zeigen, euch Sachen erklären. Nachher gibt es natürlich wieder einen Lagerbau. Und ein indisches Curry. Da ich hier so einen genialen Unterstand gefunden habe, werde ich das schlechte Wetter jetzt einfach aussitzen und die geile Aussicht hier trocken genießen. Das war kein Regen, das war lächerlich und so schnell vorbei. Deswegen geht's jetzt weiter. Obwohl ich heute um einiges weniger Ausrüstung als sonst dabei habe, sprich nur 25 Kilo, sind die 25 Kilo doch sehr, sehr schwer, so einen Berg hochzuschleppen. Okay, ich gehe wieder runter. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Wanderweg gelandet, den werde ich jetzt noch weitergehen. Und mal schauen, wo ich dabei rauskomme. Den Wanderweg verlassen und wie ihr gesehen habt, habe ich doch beschlossen, mal im Naturschutzgebiet vorbeizuschauen. Natürlich schlafen werde ich hier nicht, das ist klar, aber hier ist so schön, hier muss ich einfach vorbeischauen. Thank you.
wir haben einen Tonausfall. Willkommen zu Psymonskis Radio Show. Was ich erzählt habe, ist, dass ich jetzt das Naturschutzgebiet verlassen habe, wie man auf dem Schild gesehen hat, wo Zelten nicht gestattet ist. Hätte ich sowieso nicht gemacht und ich gehe jetzt in einen Wald. Ja, dieser Wald ist sehr schön und sehr grün und ich habe jetzt, glaube ich, eine geeignete Stelle gefunden für ein Lager. Das ist ein wunderschöner Ort, wo ich mich hier befinde. Hier möchte ich bleiben und leben. Amen. Mama mia, man kann auch mal Glück haben. Jetzt kommt doch tatsächlich die Sonne raus, nachdem das Lager fertig ist. Geil! Und wenn euch dieses Video und dieser Kanal gefällt und ich euch gefalle, dann abonniert doch diesen Kanal, drückt die Glocke und liked das Video. Oh yeah! Running wild. Ja, das sehr improvisierte Reiscurry ist jetzt fertig und es riecht schon ziemlich fies. Prost. Ein ziemlich gutes IPA. Oh, und jetzt schauen wir mal, wie das Curry schmeckt. Warum schmeckt es draußen immer so dermaßen geil? Oh. Ja, Freunde, jetzt gut speisen, bisschen was trinken, hab noch einen Rum dabei und dann geht's in die Heier. Es ist Nacht und wie ihr vielleicht gesehen oder gehört habt, es regnet schon wieder, wie immer. Mich regt's gar nicht auf. Ich mag das. So Regen macht's viel kuscheliger alles. Ich werde jetzt noch einen Schluck Rum Coke genießen und mich dann mit lässigem Classic Rock in den Schlaf hören. Das Lager ist gut aufgebaut, alles wetterfest und unter zwei richtig fetten Bäumen bin ich auch noch. Ist richtig geil. Es kommt fast gar nichts auf Tab. Ja, aber so war ein richtig geiler Tag heute, hat mir richtig Spaß gemacht.
gute Nacht. Bleib dran. Und abonnieren nicht vergessen. Schönen guten Morgen. Wie ihr gemerkt habt, das Lager ist schon abgebaut. Und irgendwie bin ich heute auch gar nicht so sanft geweckt worden wie sonst. Kein Vogelgezwitscher, sondern Baumfellarbeiten. Total entspannend. Aber muss ja auch irgendwer machen. Ja. Ich habe jetzt alles mal zusammengepackt. Kaffee gibt's später. Und jetzt werde ich mich wieder auf den Wanderweg begeben. Seid ihr auch noch da? Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder bei diesem Trip dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und einen Daumen nach oben. Da könnt ihr mir damit helfen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.